Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Exorzismus von Emily Rose. Und ja, auf jeden Fall, das Ganze mit der Emily Rose ist ein ziemlich krasses Thema und ich möchte das auf jeden Fall jetzt ansprechen. Und zwar, wir gehen direkt mal in die Geschichte von Emily Rose. Emily Rose wurde auch Anneliese genannt, ja, und wurde am 21. September 1952 im beschaulichen Leipfing in Niederbayern in eine streng katholische Familie geboren. Ihr Leben war nicht besonders auffällig, bis sie sich im Alter von 16 Jahren bei einem Kampfanfall in die eigene Zunge biss. Ärzte diagnostizierten wenig später einen Fall von Epilepsie. Unbeirrt von der Nervenkrankheit machte sich die außergewöhnlich intelligente Anneliese wieder auf ihren akademischen Weg. Nach dem Abitur 1973 ging es nach Würzburg zur Pädagogischen Hochschule, denn das Fräulein Michel wollte Lehrerin werden. Leider wurde aus ihrem Traum nichts, denn wie so oft kam eine dämonische Besessenheit dazwischen. Naja, bei mir kommt es eigentlich nicht so dazwischen, einfach so nebenbei, ne? Alles klar, man, ja, wer kennt's nicht? Ja? Okay. Zunächst erlebte die junge Frau, die ihr Leben lang nach strenger religiöser Disziplin lebte, Halluzinationen. Während des täglichen Gebets sah sie teuflische Fratzen, hörte das Flüstern von Dämonen und vernahm elende Gerüche. Bei Ärzten stießen ihre Beschwerden auf Ratlosigkeit und auch die Kirche sah sich zunächst nicht als verantwortlich für die junge Bayerin. Allein gelassen in einer Welt voller Angst, Paranoia und religiösem Wahnsinn, rutschte Anneliese immer weiter dem Abgrund entgegen. Die rätselhaften Mächte in ihrem Kopf hatten sie fest im Griff und malträtierten ihren Körper, wo es nur ging. Zum Beispiel verzichtete Anneliese Michel Tage und Wochen lang auf Essen, weil ihre Dämonen es ihr nicht erlaubten. Einige Augenzeugenberichte erzählen sogar davon, dass die schmächtige junge Frau von unsichtbaren Kräften an Wände geworfen und zu Boden gerissen wurde, das Bewusstsein verlor und sich stundenlang nicht rühren konnte. Okay, das ist schon mal ein bisschen heftig, ja? Ab Herbst 1975 wurde zweimal wöchentlich ein Exorzismus vollzogen, der die dämonischen Kräfte austreiben sollte. Leider blieben die Sitzungen ohne Erfolg, denn Anneliese blieb die Kontrolle über ihren Körper und ihre Seele weiterhin verwehrt. Wie im klassischen Horrorfilm Der Exorzist, der kurz vorher in den deutschen Kinos anlief, begann die besessene Person damit, ihre Exorzisten zu beleidigen und zu verspotten. Auch vor körperlicher Gewalt wie Kratzen und Beißen blieben die Leute aus ihrer Umgebung nicht verschont. Natürlich gehörten auch abstößendere Phänomene wie das Urinieren auf dem Boden oder das berüchtigte Erbrechen zum Alltag der Anneliese Michel. In der finalen Phase des Exorzismus nahm ihre körperliche Verfassung stets ab. Sie litt an Unterernährung und zahlreichen selbst zugefügten Verletzungen. Am 1. Juni 1976 starb das geplagte Mädchen schließlich. Ihre letzten Worte an die anwesenden Priester waren: "Bettelt um Absolution." Zu ihrer Mutter sagte sie noch: "Mutter, ich hab Angst." Die genauso faszinierende wie tragische Geschichte des bayerischen Exorzismus diente als Inspiration für das deutsche Drama Requiem und den amerikanischen Horrorfilm Der Exorzismus von Emily Rose. Allerdings ist wohl kein Film in der Lage dazu, die Qual der jungen Frau wahrheitsgetreu und in ihrem vollen Ausmaß abzubilden. Der Fall hat in Deutschland und weltweit für sehr viel Aufsehen gesorgt und eine Menge Öl in den uralten Konflikt zwischen Religionen und Wirtschaft gegossen. Heute meint man zu wissen, dass es sich im Fall der Anneliese Michel um eine schwere nervliche psychische Krankheit handelte, die von ihren Eltern und ihren Verlauf von den Priestern nur weiter gefüttert wurde, anstatt sie zu heilen. Sicherlich werden vor allem religiöse Phänomene gerne von der Suche nach Wahrheit entschärft. Trotzdem ist es nicht minder beunruhigend, sich mit diesem Fall zu beschäftigen. Alle
Zweifler fordere ich dazu heraus, sich nachts vorm Schlafen einen Laptop mit ins Bett zu nehmen, Kopfhörer aufzusetzen und sich die folgenden 10 Minuten anzuhören, die aus originalen Tonaufnahmen von Annelieses Exorzismus-Sitzungen zusammengeschnitten wurden. Da ist auch ein Video dazu und wenn ich ehrlich bin, ich kann euch dieses Video mal verlinken, aber ich kann das jetzt derzeit nicht aufspielen, weil es nicht mir gehört, ne? Auf jeden Fall, es gibt dieses Video und das Video ist auch ziemlich heftig. Da hört man einfach nur, wie sie mehr oder weniger mit den Leuten redet und wie sie die Leute beleidigt. Und da hört man sozusagen den Dämonen quasi aus herauskommen. Und ich finde die Geschichte wirklich verdammt krass, weil so viel Sachen, die was passieren können, wenn man mit Sachen spielt, die was man mit denen man nicht spielen sollte, es kann zu sowas führen, finde ich schon. Also ich glaube schon, dass wenn man zu viele Sachen macht, die was mit verfluchten Dingen oder was weiß ich zu tun hat, dann hat man auch mit solchen Dingen zu tun wie mit einem Exorzismus. Viele Leute meinen, dass es einen Exorzismus und solche Sachen nicht gibt. Ja, und ich meine, ich verstehe auch den Hintergrundgedanken dazu, dass es sowas nicht geben soll. Ja? Ist eh irgendwo klar, dass die Leute denken, dass es irgendwo nichts ist oder nichts Besonderes ist. Aber ich aus sehr vielen anderen Videos, die was ich generell schon gesehen habe, wo man wirklich mehr oder weniger schon sieht, dass das Ganze doch real ist. Naja, die Videos im Internet kann man nicht unbedingt 100% trauen, würde ich mal sagen. Man kann nicht jedem Video trauen, ne? Aber es gibt so gewisse Sachen, wo ich schon sage, okay, sowas gibt's sicher irgendwo. Es wird vielleicht nicht öffentlich gesagt, weil solche Sachen werden niemals öffentlich gesagt, einfach nur aus dem Grund, weil die Leute denken, jo, sowas können wir nicht an die Öffentlichkeit ziehen, das darf keiner wissen und was weiß ich. Die Medien erzählen nicht davon und dürfen auch nicht davon erzählen. Das ist alles mehr oder weniger eine Sache, die was man quasi nach unten drückt, weil es einfach nichts ist. Ja? Und das ist wirklich so. Die Medien verschweigen das. Jeder andere verschweigt das, der was sowas erlebt hat. Er verschweigt das eigentlich. Man bringt solche Sachen nicht in die Öffentlichkeit, weil das mehr oder weniger schon wieder mehr solche Sachen in ein Leben bringt. Ja, das heißt, wenn sie jetzt über dieses Thema reden würden, dann würden viele Leute probieren, Geister oder Sachen zu beschwören, die was halt nicht so gut sind und dann mehr oder weniger wieder das Gleiche, dann passiert wieder das Gleiche und man probiert es wieder zu quasi vertuschen und was weiß ich und dann passiert es wieder und wieder und wieder. Und deswegen haben die Leute einfach gemeint, nee, wir wollen das nicht an die Öffentlichkeit bringen. Und das ist vielleicht auch gut so. Man sollte es einfach mal mehr oder weniger in Ruhe lassen und diese Themen oder diese Leute, was auch immer, ne? Man sollte sie in Ruhe lassen, weil sie einfach, ne, da bleiben sollen, wo sie, ne, sind, aber uns nicht quasi stören bei unserem Leben. Weil wir haben ein eigenes Leben und sie hatten ihr Leben. Deswegen beschwört keine Geister. Es ist wirklich unnötig. Man hat vielleicht den Proof für sich selbst. Ja. Aber es ist nicht gut. Ich finde nur, dass diese Geschichte einfach eines der krassesten Geschichten ist, weil sie so viel schlimme Dinge gegenüber dieser eine Frau hat. Und ich meine, keine Ahnung, warum das genau ihr passiert ist. Ja? Vielleicht hat es dazu auch noch einen richtigen Grund gegeben. Ja? Aber vielleicht ist irgendwie einfach ein Dämon einfach mal zu ihr gekommen und hat gesagt, ich nehme dich. Ne? Und dann hat sie den Körper einfach nicht mehr losgelassen. Ne? Und das ist halt wirklich schon so eine Sache, die was halt immer wieder mal passieren kann. Und die was jedem passieren kann. Aber ich glaube, man sollte nicht unbedingt davor Angst haben, weil es eigentlich zu 99,9% nicht passiert. Ne? Also dieser 0,01%, das wird sicher kein Mensch sein. Ne? Aber es ist halt immer noch eine Chance auf so eine Sache, die was hier erklärt wird. Und deswegen würde ich mal an alle Leute quasi appellieren und einfach sagen, nicht so viel von dem Guten. Ne? Nicht so viel Geister handeln, nicht so viel, naja, Sachen beschwören und probieren und was weiß ich. Ich meine, ich verstehe, wenn man so ein bisschen probiert und so.
aber man sollte nicht zu viel davon machen. Ja. Also immer wieder mal so Pausen dazwischen, weil es einfach nicht gut für die Seele ist. Deswegen, naja, ne? Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen über die Emily Rose, und über ihre ganz krass heftige Geschichte, die was so schlimm ist wie keine andere. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Like und abonniert meinen Kanal für mehr. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.